Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neue Mini-Brunnen bei mir hier auf dem Kanal. Wir stehen hier vor diesem kleinen Fendt, ein 714 Vario, weil wir haben nämlich wieder einen Auftrag entgegengenommen. Und dieser Auftrag beinhaltet hier auch eine Maschine aus dem Göweil-Pack, nämlich eine Ballenpresse. Die werden wir also heute dann auch mal gleich ein bisschen antesten. So, welchen Auftrag habe ich denn entgegengenommen? Wir werden wieder mal ein paar Ballen machen, aber keine Silageballen, sondern wir werden Heuballen machen und das Ganze zum Viehhandel bringen. So, das Schöne an diesem Auftrag ist auch, dass wir mit einem großen Krone hier das Feld mähen dürfen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir erstmal mit dem Fendt zum Feld auch gelangen. Denn es ist auf der anderen Seite der Map. Feld Nummer 15. So, immer ein bisschen aufpassen hier wegen dem Verkehr. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, denn ich habe den Krone mit dem Helfer auf die Reise geschickt. Und ich bin mal gespannt, ob er tatsächlich hier bei dem Verkehr ohne Verluste sozusagen ankommt am Feld Nummer 15. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen damit beschäftigt, dass es ein Update zu dieser Map gab mit vielen, vielen schönen Neuerungen. Ups, und nein, er hat zum Glück gebremst. Und wir haben einige Sammelstücke eingesammelt, nicht viele. Oh ja, er scheint angekommen zu sein. Hier Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet und scheint wohl am Feld angekommen zu sein. So, dann schauen wir, dass wir auch unfallfrei hinkommen. Also, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir uns um ein paar Sammlerstücke gekümmert, haben die eingesammelt. Deswegen ist auch hier der Kontostand hier deutlich jetzt angewachsen mit fast 490.000 Euro. Und wir werden jetzt hier im April noch diesen Auftrag machen, schon allein auch deswegen, damit wir auch mal hier die diversen Felder kennenlernen. Denn Feld Nummer 15 könnte eventuell interessant für uns sein, um uns zu erweitern, was Gras und Silage angeht für unsere Viehwirtschaft. So, wir müssen da irgendwo in den Kreisverkehr. Ups, kann das sein? Ich muss gerade mal schauen. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Da haben wir uns doch wieder mal ein bisschen verquatscht beim Fahren. So, wir müssen hier lang. Und dann hier rechts. Und da vorne ist der Kreisverkehr. Und da müsste eben auch das Feld Nummer 15 sein. Und da steht auch der Krone, wie ich jetzt auf der Minimap sehe. So, da ist er. Muss gerade mal schauen. Gibt es überhaupt hier eine Feldeinfahrt? Eine spezielle, eine extra Feldeinfahrt? Ich denke hier vorne nicht. Aber wir können einfach mal der Vollständigkeit halber schauen. Obwohl, wenn wir mit dem Krone einmal ums Feld rumfahren, werden wir es eigentlich auch sehen. Gut, wir stellen mal hier den Fendt ab und dann beginnen wir mal mit dem Mähen. So, zack, Motor aus. Kein Verkehr, kein Auto. Okay, und ab in den Krone. Big M. Zack. So, da wir ja auf jeden Fall mit dem Wender rüber müssen, brauchen wir eigentlich auch kein Breitablage ist drin, also können wir eigentlich loslegen. Und hoch. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, es gibt ja hier eigentlich auch die Funktion, wenn ich richtig weiß. Nee. Ich dachte, man könnte die Kabine hochsetzen. Okay. So, und los geht's. Yep. Und einmal hier rum. Und dann werden wir hier auf jeden Fall einmal das Vorgewende wie immer fahren. Und dann werden wir hier den Kollegen auf die Reise schicken, damit er hier die Bahn hoch und runter fährt. So wie es aussieht, können wir das auf jeden Fall ohne Probleme machen. Und dann werden wir gleich hier auch das Gras wenden zum Heu. So. Nehmen wir das schöne rote Kreuz auf der rechten Seite, damit wir wissen, dass hier die Map zu Ende ist. So. Ja, nehmen wir ein bisschen mehr mit. Und jetzt schauen wir mal. Also hier gibt es keinen Feldeingang, kein extra.
aber das Feld als solches finde ich sehr, sehr angenehm. Könnte also wirklich interessant sein für den zukünftigen Erwerb und für die Erweiterung des Hofes. Ja, wie vorhin schon gesagt, also alle Sammlerstücke haben wir noch nicht eingesammelt. Ich weiß ungefähr, wo sie liegen, und in dem letzten Video habe ich euch auch ein Video verlinkt von einem Kollegen, der hier alle Sammlerstücke aufgelistet hat. Und wir behalten uns das einfach mal ein bisschen vor. Falls wir noch Reserven brauchen, dann können wir nochmal losziehen und das ein oder andere einsammeln, denn die bringen ja über 60.000 pro Sammler. So. Okay, jetzt müssten wir den hier eigentlich auf die Reise schicken können. Jo, Bingo, das passt. Wir schauen nochmal ganz kurz, wie viel wir denn schon eingesammelt haben. So, Statistik A. Also gefundene Sammelobjekte, 6 von 16, also 10 Stück sind hier noch auf der Map. Und wir steigen jetzt erstmal wieder in unseren Fendt. So. Links kommt nichts, rechts kommt eigentlich jetzt auch nichts. Und dann fahren wir hier mal aufs Feld. Und da sind sie wieder, unsere Rehe. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie breit. 9 Meter, glaube ich, hat dieser Wender. So, und ab. Ja, und dann werden wir heute dann auf jeden Fall mal schauen, wie dieser Göbel-Ballenwickler funktioniert. Aus dem DLC, dem ersten für deinen Season Pass 23. Season Pass 2. So, da drüben stehen sie wieder, die Rehe. Zumindest mal eins. So. Ja, der Big M, das ist schon eine feine Sache. Mit dem lässt sich richtig gut arbeiten. Auf jeden Fall mit großen Wiesen. Müssen wir auch mal schauen für unser Projekt Big Farm, was wir ja auch ein kleines bisschen vernachlässigt haben, gebe ich offen zu. Da wäre natürlich dann so ein Big M auch von Vorteil, weil wir ja auch dort große, große Rasenfelder haben. Und da wird es jetzt auch in Kürze weitergehen mit neuen Folgen, denn ich habe da auf jeden Fall schon mal angefangen, die ersten Wiesen zu mähen und Silageballen dort zu wickeln, weil wir ja dort mit unserem Fermentersilo, ja, ich sag mal, einfach ein bisschen zu langsam sind, um unsere dortige Hof-BGA richtig zu füttern. So. Sehr schön. Ja, an der Stelle nochmal recht herzlichen Dank allen, die in der Zwischenzeit hier meinen Kanal unterstützt haben mit einem Abo, mich hier ein bisschen supporten. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und freue mich, dass ihr jetzt hier mit auf diesem Kanal bei mir mit dabei seid. Grüße gehen raus. Dankeschön. So, jetzt lassen wir den hier fahren, weil genau, er hier mit Sicherheit jetzt... Genau, jetzt müssen wir hier wieder Hand anlegen, selbst Hand anlegen. So. Ups, ist er gar nicht an. Nochmal hoch. So, jetzt aber. Ja, das Besondere natürlich hier am Big M ist die Geschwindigkeit. Wir fahren hier mit 25 km/h in der Spitze über das Feld und da lässt sich natürlich eine Wiese sehr, sehr flott mähen. So. Sehr schön. So, bevor wir jetzt dann, wie gesagt, Ballen wickeln werden hier in dieser Folge, würde mich dann doch einfach mal interessieren, wie jetzt schon eure Erfahrungen sind, die sich das DLC mit den Göbelmaschinen gegönnt haben. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr zum Beispiel mit dem Häckselgut, mit den stationären Ballenwicklern umgeht, was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt. Schreibt mir es doch einfach mal in die Kommentare.
So, da unten haben wir noch ein Stück. Und dann geht's auf die zweite Hälfte. So, ist unten. Sehr schön. Ja, nach diesem Auftrag werden wir dann, denke ich, in den nächsten Monat gehen, weil die Tiere sind ja versorgt. Und auf den Feldern gibt es eigentlich nichts zu tun. Also bleibt da gar nicht viel im Moment, als die Aufträge abzuarbeiten. So, hier sind wir fertig. Dann klappen wir das Ganze hier zusammen. So, da kommt ein Auto. Augenblick. So. Und dann werden wir den erstmal hier auf den Parkplatz stellen. Direkt an die... Ist das eine Ladestation? Ich glaube ja. Okay. Nee, das ist eine Park... Doch, eine Ladestation. Logisch. Naja, okay. Wird jetzt hoffentlich keiner vorbeikommen. Okay, so. Und sein Auto laden wollen. Wo ist unser Fendt? Jep. Dann gehen wir hier mal rum und fahren mal die Außenbahn. Und dann könnten wir eigentlich den Lambo holen. Und mit dem Lambo, ja, den Schwader, was ja auch in diesem Auftrag ein bisschen was Besonderes ist. Den habe ich nämlich auch noch nie eingesetzt. Das war eigentlich auch der Grund, warum ich den Auftrag gemacht habe, um eben den Wickler mal kennenzulernen. Und eben auch den Schwader, der eben kein so Kreiselschwader, sondern ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff ist, aber auf jeden Fall mit einem Band arbeitet. Und das hat mich auf jeden Fall auch mal interessiert, wie der zurechtkommt. So, hier fahren wir außen rum. Ja, also ich sehe jetzt hier Leitplanken, aber jetzt keine spezielle Feldeinfahrt. So, 15 km/h. Aufpassen, ob wir nicht, dass wir hier hängen bleiben. So. Und dann fahren wir das nämlich hier auch noch schnell ab. Sehr gut. Und dann schicken wir den hier einfach mal auf die Reise. Ja, da sind wir wieder hier bei uns auf der Mini-Brunnen. Ein kleines Break gemacht und ihr seht, ich habe hier bereits mit dem Fendt den Göweil-Wickler hier hinten angehängt und fahre damit wieder zum Feld. Den Lamborghini habe ich bereits mit dem Schwader aufs Feld gestellt. Das werden wir dann also gleich schwadern und dann hier Ballen wickeln. Und wie gesagt, wir haben ein kleines Break gemacht und soweit erstmal alles fertig gewendet. Jo. Jetzt habe ich auch schon gleich gesehen, dass es da einige interessante Symbole gibt hier links oben, die mir so noch nicht ganz bekannt sind. Jep, da werden wir dann mal schauen, was hier alles sich mit diesem Göweil-Pack oder im Göweil-Pack hier versteckt. Welche Funktionen hier dazugekommen sind mit dem Wickler. So, wir sind jetzt da am Feld und dann werden wir gleich mal loslegen. So, ich glaube, den stellen wir einfach jetzt erstmal hier rein. Da stört er nicht. So, zack. Rundumkennleuchte lassen wir mal an und dann gehen wir hier zum Lambo. Ja, mit dem muss ich sagen, bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich muss jetzt auch gerade mal reinschauen. Haben wir denn irgendwie Glück? Nein, haben wir nicht. Es gibt keinen neuen Traktor. So, wie gesagt, diese Schwader, den habe ich bis jetzt noch nie eingesetzt.
Ist für mich eine kleine Premiere und da bin ich mal gespannt. Aha, okay. Okay, Arbeitsmodus wählen links. Senken, zuklappen, Hubenarbeitsmodus wenden. Ah ja, jo, ich denke, wir machen mittig. Okay. Oder? Ja, so funktioniert es. So, auch hier gilt immer erstmal das Vorgewende und dann werden wir den auf die lange Reise schicken, was die langen Bahnen angeht. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal anfangen, die ersten Ballen zu wickeln. Und da bin ich mal gespannt. So, und da sind sie wieder. Ja, in dem Update hieß es, dass die Rehe eigentlich nicht mehr auf dem Feld spawnen sollen. So habe ich es zumindest verstanden in der Update-Beschreibung. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich so stimmt. Ups, kommen wir da rum. So, da bleibt ein bisschen was liegen. Aber gut, das können wir verkraften. So. Ja, nicht ganz unverkehrt. Interessantes Gerätchen. So. Ja, wie gesagt, es hieß, dass eigentlich auch die Rehe nicht mehr, so habe ich es zumindest verstanden, auf den Feldern spawnen sollen, sondern eher dann eben im Wald oder aus dem Wald kommen sollen. Und eben auch nicht mehr ganz so häufig, aber jetzt schon allein in der Folge habe ich sie wieder 4, 5 Mal gesehen. Ja, da ist ja auch wieder eins. So. Nirgends hängen, wollte ich gerade sagen. Nirgends hängen bleiben und schon ist es passiert. Jawohl, das ist eine kräftige Schwarte. Da wird mit Sicherheit einiges bei rumkommen. So, dann nehmen wir das Material hier noch mit. So, und da fahren wir rein und dann heben wir an. So. Und dann lassen wir mal den Helfer arbeiten und wir schauen uns mal an. So, dann machen wir mal aus, was das Gerät jetzt hier drauf hat. So. Also, was können wir anschalten? Pickup senken, Ballen pressen, anschalten, automatisch ablegen, anschalten. Das machen wir mal. So, Hupenmotor. Ballenzähler zurücksetzen. Oh, Ballenzähler. Okay. Wofür auch das jetzt gut ist. Gut, Pickup senken und anschalten. So, und dann ist er schon voll. Aha, okay. Gut. Also auf jeden Fall wirft er sehr, sehr flott hier hinten aus. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ups. So. Ja, fein. Sieht gut aus.
das macht er sehr, sehr zügig. Nicht schlecht. Also das Auswerfen geht sehr, sehr flott. Das gefällt mir. Da muss man nicht ganz so lange stehen bleiben. Ja, aber er muss auch erst schließen, bevor er aufnimmt. Also da darf man jetzt auch nicht zu schnell wieder losfahren. Ups, jetzt habe ich den Ball angestoßen, aber er bleibt liegen. Und wir sind ein bisschen aus der Spur gekommen. So. Na? So. Jetzt werden wir aber das folgendermaßen machen. Weil sonst kriegen wir nämlich ein Problem mit den Ballen, die dann hier im Weg liegen. Und deswegen fahren wir jetzt hier gleich runter. Sehr schön. Ups. Ja, das ist auch gut. Man kann wenigstens den Ballen auch schön wegschieben. Okay, ich mache jetzt hier erstmal weiter und wir sehen uns dann gleich wieder, denn ich mache jetzt noch mal einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns, wenn wir die Ballen wegbringen. Also, bis gleich. Ja, wir sind wieder zurück. Nach dem kurzen Break habe ich mittlerweile den Ladewagen geholt. Die Ballen sind soweit eingesammelt. Da drüben steht unser Göwel und der Schwader. Und jetzt machen wir hier unsere erste Fuhre fertig. Und bringen die dann zum Viehhandel und dann schauen wir mal, was hierbei rumkommt. Ja, was ich in der Zwischenzeit ein bisschen gemerkt habe, aber das war ja auch schon irgendwie klar und zu befürchten. Es ist natürlich nicht ganz so einfach auf dieser Map mit dem tollen Verkehr, der hier unterwegs ist, tatsächlich dann hier einen Traktor loszuschicken zum Händler. Ich habe hier den Lambo dahin geschickt und in der Zwischenzeit weiter die Ballen gewickelt. Und ja, ich musste zweimal eingreifen, weil einmal hat er doch an der Kreuzung den gesamten Verkehr lahmgelegt und das zweite Mal hat er irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Vielleicht hat er auch wurde er touchiert von dem anderen Fahrzeug. Auf jeden Fall hing er am Baum. Also da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Ganz so trivial ist es also hier auf dieser Map natürlich nicht mit dem Helfer und dem automatischen Fahren hier. Weil natürlich eben durch die vielen, vielen KI-Fahrzeuge dann doch es manchmal zu kleinen Problemchen kommt. Gut, das dazu. Wir sammeln jetzt hier ein und dann, wie gesagt, bringen wir das Ganze wieder auf die andere Seite der Map, aber die ist ja zum Glück nicht ganz so groß. Und dann schauen wir mal, was uns diese Fuhre eventuell schon zusätzlich einbringt für unseren Auftrag. So, es gibt übrigens noch einen zweiten Auftrag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Augenblick. Falsch. Hier unten haben wir noch Feld 2, das ist hier oben ganz links. Und hier müssen wir auch wenden und Heu machen und zum Fermentersilo bringen. Aha, interessant. Okay, könnte man dann sich auch noch überlegen, ob wir den Auftrag auch noch diesen Monat abarbeiten, damit da auch noch ein bisschen Geld reinkommt. So, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Also 66%. So, ja, also wie gesagt, die Ballenpresse von Göweil, also die ist gar nicht mal so schlecht, die gefällt mir ganz, ganz gut. Die ist auf jeden Fall beim Ablegen der Ballen ziemlich flott und kommt, da kommt man vorwärts. So, aber auch da muss man immer warten, bis selbstverständlich das Fach hinten geschlossen ist, bevor man dann eben wieder weiterfahren kann. Aber in der Summe, wie gesagt, geht es sehr, sehr gut. So, 19... 20, ich glaube 24 Stück passen drauf. Dann kriegen wir die drei hier noch mit. Aber dann fahren wir das so. So, 1, 2 und den hier noch. So, dann klappen wir zusammen und fahren zum Viehhandel und bringen die Lieferung weg. So, ein Ballen ist da noch. Ja, und ein Ballen. Ja, so ein Dreiviertelsballen haben wir noch im Wickler.
aber ich glaube, das lohnt sich kaum noch. Das heißt, eigentlich theoretisch müssten wir auf jeden Fall, oh ja, so, fährt er? Nein, er fährt nicht. Müssten wir eigentlich mit der Lieferung die Mission abschließen können. Und das wäre ja schön hier zum Abschluss der Folge. Neu-Medibrunn, unsere schöne Alpenmap. Und wie gesagt, die Tage gibt es dann auch wieder neue Folgen von unserer Neubartelshagen Big Farm Map bzw. Projekt. Und da sind wir ja so weit, dass wir da schon, wie gesagt, auch das erste Gras gemäht haben, jede Menge Silageballen gemacht haben für unsere BGA und auch schon eine Spritze gekauft haben, da wir ja verschiedene Fruchtarten angesät haben und die jetzt auch schon ein bisschen weiter sind. Und da mussten wir auch schon mit Herbizid ran. Aber das seht ihr ja dann in der nächsten Folge Big Farm Neubartelshagen. So, da vorne geht es dann links runter. Und dann müsste eigentlich der Viehhandel ja in der Nähe vom Shop sein, wenn ich mich nochmal richtig erinnere. Und das Gute auch hier wieder an vom Modder, dass er doch hinter dem Gebäude ein bisschen mehr Platz gelassen hat, sodass wir da also ohne Probleme hier die Ballen abliefern können. So, hier geht's rechts. Ja, hoffen, dass wir links hängen bleiben. Okay. So, da ist der Viehhandel und dann werden wir hier unsere Ballen abliefern. Und dann bin ich mal gespannt. Und ab die Post. 23%. Ah, ja. Okay, es gibt schon Geld. Sehr schön. Das heißt also 492 und ein paar Ballen haben wir verkauft. Wir werden jetzt auch den Auftrag gleich abschließen. Aber mit diesem Bild darf ich mich, wie gesagt, wieder mal recht herzlich bei euch bedanken für euer Interesse und dass ihr zugeschaut habt. Und sage wem an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.